Also da sind zwei Königinnen drin. Normalerweise ist eine Königin drin und der ist recht groß. Und in dem Fall sind es aber zwei kleine Schwärme. Und die braucht, da müssen wir jetzt zwei Kisten holen und dann logieren wir die in zwei Kisten ein. Ja, und wie stellt man die anderen so lange ruhig, dass wenn die da oben wegkommen, dass vielleicht die unten nicht da nervös werden? Das ist spannend, ja. Das denke ich mir. Also normal bei einem, okay, dann hat man es geschafft, aber die werden ja dann aufgeweckt. Genau, wichtig ist, dass naja, wenn sie auf alle Fälle so machen, dass wir die jetzt mit Wasser ansprühen. Also die fliegen nicht alle auf. Es fliegen schon einige auf, aber nicht alle. Besonders dann, wenn man die äußeren jetzt mit Wasser anspritzt, ein bisschen mit einem Pfutsch. Feine Nebel, ja. Da meinen die erstens, es regnet und fliegen nicht mehr auf. Und zweitens können manche schon immer so sehr fliegen, weil die Flügel ja nass sind. Nicht alle, weil die Innern, die bleiben ja trocken, die machen dann so einen richtigen Panzer außen drum. Das können wir gleich mal, das ist toll. Können wir gleich mal machen. Das schaut jetzt so ein bisschen martialisch aus hier. Aber jetzt meinen die, da kommt eine große Regenschauer. Genau, man sieht jetzt auch schon, dass sich die nach außen, die Flügel nach außen geben, um sich, um eben den Regen abzuwehren. Übrigens noch einer. Echt jetzt? Mhm. Oleg. Oma, oben hängt der Wanne oder? Doch, ja. Und oben auch eine. Mittwoch ist, hab ich, letzten Mittwoch habe ich schon einen gehabt, einen Schwarm, da war es ja auch nochmal schön. Und normal fliegt ja die alte Königin aus, also nicht die neue Junge, die sie sich gemacht haben in der Zwischenzeit, sondern die alte ist. Da ist die Königin. Eine unmarkierte. Da habe ich es mit Last versehen. Fast sagen? Tun wir das sagen, alle mal her, Theresa. Und die anderen haben jetzt gelitten, die kommen nicht mit, oder? Nummer eins, die kommen in den zweiten. Genau. Die haben jetzt Pech gehabt. Wow, ne? Cool. Mal. Rüber. So, Nummer zwei. Toll. Thank you.
die sind auch kalt. Die haben sich zusammengesetzt auf den da, gell? Wenn man das schon ein paar Mal hatte, dann tun die nicht mehr ganz so weh. Nicht immer noch. Der Schmerz bleibt. Man schwillt nicht mehr an, also man schwillt nicht mehr auf. Also das gewöhnt man sich, der Körper gewöhnt sich an das. Aber ich sage immer, der Schmerz bleibt. Die wickeln dann den Königinnenduft nach außen. Und dann ziehen die alle in den Kasten ein. Aber das war jetzt gut, dass die auf einen Sonntag haben. Mercedes unter den Smokern, ja. Mit Uhrwerk unten drin, also mit Gebläse. Was nimmst du jetzt zum Rauch machen? Irgendwas, das stinkt. Stinkt? Naja, irgendwas, das auch. In dem Fall haben wir getrockneten Apfel. Oh, das stinkt doch nicht, oder? Na, das auch. Tatsächlich. Das muss nur rauchen. Nur rauchen. So, jetzt, mich interessiert jetzt dieses Volk hier, das ist nämlich das letzte Woche geschwärmt, wie es dem geht. Ich fürchte, dass der ein bisschen Hunger hat. Der bekommt jetzt was zu fressen. Der bekommt jetzt was zu fressen. Was ist das? Das ist Zucker. Boah. Zuckerteig ist das. Ganz ein fester Barz. Das ist ein Rest und den bekommen die jetzt einfach hier so reingelegt. So. Und dann haben die was zum Fressen hier. Okay. Weil die hungert jetzt nämlich schon hier. Haben jetzt die Woche nichts zum Fressen gehabt, weil das Wetter zu schlecht war. Die sind dann einen schönen Tag sind die ausgezogen und dann wurde das Wetter gleich wieder schlecht, dann konnten die keine Nahrung suchen. Und die ersten Tage sollen wir die nicht füttern, weil die ist ein bisschen was mitnehmen aus dem Stock. Ja, aber das passt schon. Das passt schon jetzt, jetzt haben die was zum Fressen. Wasser brauchen die auch ein bisschen, das haben die auch jetzt alles her. Das war schon alles voll Honig. Boah. Im März, April, wo es so schön war, war das schon alles voll Honig. Und durch diese Schlechtwetterphase jetzt haben die das ganze Futter, das die hier oben, also in den obersten Stock eintragen, haben die alles wieder selbst gebraucht und selbst wieder
mussten sie selbst wieder für die eigene Versorgung hernehmen. Also bleibt, ist egal, für das ist das Futter da. Aber für uns Imker bleibt nichts über. Mhm. Genau. Ein bisschen was ist noch da, da sieht man, ist noch nicht drin. Die fressen sie jetzt auch voll. Ich habe ein bisschen einen Rauch reingegeben. Das ist der natürliche Instinkt ist der. Früher waren ja die nur in hohen Baumstämmen, die ja öfter mal gebrannt haben. Und die meinen, okay, unser Baumstamm brennt, wir müssen abhauen. Und deswegen lenkt man die ab. Die fressen sich jetzt voll, die haben jetzt weniger Sorge um den Dieb, den Imker, der jetzt von oben da an die Vorräte will, sondern die müssen sich jetzt erstmal selbst retten oder um sich selbst kümmern. Also die fressen sich jetzt voll, weil die eben fürchten müssen, dass die bald ihre Behausung verlassen, weil der Polybaumstamm eben brennt. Das macht man ein, zwei Mal. In der Zeit kann man die Völker bearbeiten und dann macht man das Volk wieder zu und dann ist es auch wieder gut. Dann bleiben die auch drin. Also die verlassen das Volk nicht. Der war auch schon stärker. Das kann auch sein, dass dieser Schwarm aus dieser Beute raus ist, weil sich der sehr früh schon sehr gut entwickelt hat und jetzt ganz wenig Bienen drin sind und auch wenig Futter drin ist. Ich fürchte, dass der aus diesem Volk ist. Dann müssen wir das Volk jetzt weiter zerlegen und schauen, da sieht man dann die Nachschaffungszellen oder die Königinnenzellen, die das Volk angelegt hat für eine neue Königin. Die wird man dann drin finden. Schauen wir, wie es hier aussieht. Ja, hier sieht der Imker, was er sehen möchte. Ja, kann man so sagen. Sieht man hier außen, sieht man ein bisschen einen Futterkranz, da ist Honig drin. Und da in der Mitte ist schon Brot, wo schon der Deckel drauf ist und es nicht mehr lang dauern wird, bis die jungen Bienen da schlüpfen. Schön. Toll. Am Rand sind noch ein paar Eier. Hier sieht man so die Stifte, die da drin sind. Und schon Maden auch, die größeren da am Rand noch. Die Königin legt es von innen nach außen, deswegen ist der erste Bereich schon verdeckelt. Und da ist noch ein bisschen eine jüngere Brut dann eben auch mit drin. Sieht man die Würme, sieht man die Maden. Und ganz außen sieht man da auch noch ein paar Eier, ein paar Stifte, die die Königin vor ein paar Tagen oder ein, zwei Tagen erst gelegt hat. Ist wieder ähnlich mit dem Brut, außen ein bisschen Honig noch, aber nicht sehr viel. Einfach weil der Mai jetzt so kalt war. Ja. Die haben den ganzen Vorrat, den die schon gehortet haben im April, haben die jetzt wieder aufgebraucht. Ja, das ist auch Honig. Warum ist das jetzt so viel dunkler? Die ist schon älter, die Wabe. Ah, okay. Ah, da sieht man die Königin. Oh ja, ich sehe es krabbeln. Sieht man's? Ja. Das ist ein Wildbau, den können wir wegmachen hier. Aber nicht. Da spaziert die Königin, genau. Da oben jetzt. Ja, da ist er. Jetzt keine Markierung drauf, aber man sieht, wie riesig die ist im Vergleich zu den anderen Bienen. Schöne große Königin. Die das Licht scheut und deswegen immer wieder in Richtung Dunkelheit abhauen will. Cool. Wo ist sie jetzt? Jetzt ist sie wieder hier. Ah ja, da ist sie. Toll. Ja.